Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Abend ein Thema, eine Nacht, also unsere Themennacht ja immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und das Thema heißt Kinder. Ich möchte mich gerne mit euch über Kinder unterhalten. Wenn ich an Kinder denke, über eure Kinder, über die Kinder anderer Leute, vielleicht welche Probleme ihr mit Kindern habt oder was für schöne Sachen ihr auch mit Kindern erlebt habt. Vielleicht auch mit Leuten, die Kinder nicht so gerne mögen und das auch begründen können. Also, wenn ihr gerne mit mir über das Thema Kinder sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Sandra. Und Sandra ist 28. Hallo Sandra. Guten Morgen. Ja, schon guten Morgen. Ja, Kinder, Kinder. Wenn ich an Kinder denke, so heißt unser Thema. Ja. Und zwar bin ich einerseits traurig, wenn ich an Kinder denke, und andererseits finde ich Kinder aber das Tollste, was es gibt auf der Welt. Mhm. Warum traurig? Weil ich keine eigenen Kinder kriegen kann. Ja. Von Geburt an, das weiß ich aber schon seit meinem 8. Lebensjahr. Ja. Wie, vom 8. Lebensjahr an? Ja, das war so eine Untersuchung im Krankenhaus damals, weil ich auch nur eine Niere habe. Mhm. Und dann haben sie gleichzeitig auch festgestellt, dass meine Gebärmutter fehlt. Mhm. Und ja, jetzt weiß ich halt schon ziemlich lange, dass ich keine Kinder kriegen kann. Habe mich auch damit abgefunden. Ja, habe auch schon über Adoption nachgedacht. Ja. Da aber jetzt der Partner auch nicht da ist. Also das hat man dir damals als Jugendliche, als Kind schon gesagt, dass du nie wirst Kinder haben können? Meine Eltern haben mir das damals gesagt. Ja. Schon im Alter von 8 Jahren? Ja, so ganz langsam darauf vorbereitet. Langsam vorbereitet, ja. Mhm. So, du bist im Moment in keiner Partnerschaft. Nein. Nein. Und überlegst aber, wenn du irgendwann mal in einer Partnerschaft sein wirst, dass du dir dann ein Kind oder dass ihr euch dann ein Kind adoptiert oder vielleicht sogar mehrere. Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde, es gibt genug Kinder, die im Kinderheim sitzen und gerade ja. darauf warten, ja. dass liebevolle Eltern da sind und die auch annehmen. Ja. Und es gibt wirklich genug Eltern, die ihre Kinder wirklich nicht wollen, und ich werde tierisch wütend und sauer, wenn ich zum Beispiel mitkriege, dass Kinder ausgesetzt werden, dass Kinder umgebracht werden. Mhm. Da kommt mir die Galle hoch. Auch wenn ich höre, dass zum Beispiel Frauen, die aus Gründen, weil sie die Pille vergessen haben oder weil sie mal nicht aufgepasst haben oder was auch immer, die dann sagen, ja, ich treibe das Kind mal eben ab. Mhm. Da kriege ich so eine Wut, weil ich denke immer, ich wäre froh, wenn ich nur ein einziges Kind haben könnte, ein eigenes. Ja. Wenn ich dann höre, wie leichtfertig die Leute dann mit ihren Kindern noch umgehen, Kinder schlagen, Kinder misshandeln, Kinder missbrauchen. Ja. Und leider Gottes hören wir das in steter Regelmäßigkeit in den Nachrichten, dass so schlimme Dinge passieren mit Kindern. Ja. Du hast sicher schon Beziehungen hinter dir, längere vielleicht auch schon. Mhm. Wie haben deine Partner darauf reagiert, als sie erfahren haben, dass du keine Kinder bekommen kannst? Also so lange waren die Partnerschaften dann nicht, dass ich jetzt schon konkret davon denen auch erzählt habe. Ach so, das nicht. Wie lange waren die denn? Ist unterschiedlich. Ein Jahr, ein halbes Jahr, also unterschiedlich ja. lang. Ah ja. Also bei einem Jahr würde ich mir vorstellen, dass man das vielleicht dann doch erzählt, aber du hast es nicht erzählt. Ist, ja. ist dir das unangenehm? Nee, unangenehm nicht, aber es ist halt die Angst auch, dass dann die Leute oder der Mann vielleicht abgeschreckt wird dadurch. Mhm. Dass er sagt, ich will, in meiner Lebensplanung ist, dass ich eigene Kinder haben möchte irgendwann. Genau. Und wenn er hört, dass die Frau das nicht, dass das nicht funktioniert mit der Frau, dass er dann auf Abstand vielleicht geht. Ja, genau, das ja. ist es. Mhm. Ja, wobei ich glaube, dass man immer schon relativ früh damit auf den Karten spielen sollte. Denn der Mann, der dich dann verlässt deshalb, der verlässt dich auch, wenn du das noch länger hinziehst. Also insofern ja. ist es schon... Also auf jeden Fall deine Position ganz klar pro Kinder und traurig über all die schlimmen Sachen, die man in Bezug auf Kinder so hört.
Ja, also ich habe jetzt meine beste Freundin, die hat selber zwei Kinder. Ja. Und mit dem bin ich immer zugange, wenn ich da bin. Und die hängen auch unheimlich an mir, gerade der Ältere, mhm. weil ich auch mit ihr mal zusammen gewohnt habe eine Zeit lang. Mhm. Und ich habe komischerweise immer so einen Anziehungspunkt, bin ich bei Kindern. Also egal, wo ich bin. Du wirst es wahrscheinlich ausstrahlen. Ne, da kommt die Tante Sandra und die ist einfach immer so nett. Und da kommen die lieben Kleinen zu dir. Ja, also und wahrscheinlich immer, bringt Tante Sandra auch mal ein bisschen was mit oder irgendwie so. Ja. Und dann macht man sich natürlich beliebt bei den kleinen Rackern. Also jetzt nicht nur bei den Kindern von meiner Freundin. Ne? Auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel in der U-Bahn bin. Ja. So die Kinder, die gucken mich an. Das sind deine. An irgendwelche Faxen zu machen oder was ja, auch immer. Das sind deine Blicke, Sandra. Ja, ich glaube auch. Du siehst ja. Also, ich wünsche dir, dass du, wie viele Kinder willst du denn irgendwann mal adoptieren? Wie viele möchtest du haben? Also zumindest eins, also das auf jeden Fall. Gut, davon bin ich jetzt ausgegangen nach dem Gespräch, aber es könnten vielleicht auch zwei oder drei werden. Es könnten auch zwei sein, ja. So, dann wünsche ich, dass diese Lebensplanung glücklich in Erfüllung gehen wird für dich. Alles Gute. Von dir. Danke dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss, Sandra. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt Kinder. Wenn ich an Kinder denke, ich möchte mich mit euch gerne über Kinder unterhalten. Über eure Kinder, über Probleme, die ihr mit Kindern habt, mit euren eigenen Kindern, mit Kindern von Freunden oder aus der Nachbarschaft. Würde mich auch gerne mit Leuten unterhalten, die Kinder nicht mögen. Ich habe gestern schon das Beispiel gebracht, vor ein paar Wochen ging es groß durch die Boulevardpresse. Ein Hotel in Österreich hat entschieden, wir nehmen nur erwachsene Leute auf und keine Kinder. Wir wollen in unserem Hotel Ruhe haben. Und daraufhin gab es dann einen großen Aufschrei durch die ganze Medienlandschaft. Wie kann dieser Hotelier das machen? Da würde ich auch gerne mit euch drüber sprechen. Wie seht ihr das? Kann man das machen? Kann man sagen, okay, es gibt genügend Kinderfreunde, Kinder, da soll es auch mal ein Hotel geben, wo die alten Leute vielleicht ihre Ruhe haben? Oder ist das generell schon einfach diskriminierend Kindern gegenüber und darf man sich einfach so nicht verhalten? Was ist eure Meinung? 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Sven ist hier und Sven ist 27. Hallo Sven. Ja, hallo Domian. Nee, guten Morgen. Sven. Und zwar folgendes, es geht um meine Tochter. Ja, wie alt ist die? Bitte? Wie alt ist die? Nein, die ist schon verstorben. Ach so. Ah ja. Seit letztes Jahr, in 2004. Mhm. Wie alt ist sie geworden? Praktisch, die war eine Totgeburt. Ja. Letztes Jahr ist das passiert. Letztes Jahr, richtig, genau. Ja. Und ich vermisse natürlich meine Tochter. Mhm. War das ein Wunschkind? Das war ein Wunschkind, ja. Ja. Wann habt ihr denn erfahren, du und deine Freundin oder du und deine Frau, dass da was nicht stimmt mit dem Kind? In wie vielen Monat war das? Das im 8. Monat war sie auf jeden Fall. Da war sie noch beim Frauenarzt. Mhm. Und da war alles noch in Ordnung. Ja. Und nach 9. Monat sind die Wehen hier bei mir eingetroffen, also beziehungsweise hier zu Hause. Ja. Und natürlich habe ich sofort Krankenwagen angerufen und sofort ins Krankenhaus. Mhm. Und dann haben sie vorher noch geguckt, ob das Kind alles, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Und ja, dann haben sie festgestellt, dass keine Herztöne waren. Aber erst da? Erst da, im Krankenhaus. Da. Das heißt, ihr seid quasi die gesamte Schwangerschaft davon ausgegangen, alles ist in Ordnung, wir kriegen ein gesundes Kind. Richtig. Und kurz unmittelbar vor der Geburt hat man gehört, da ist was nicht in Ordnung. Genau. Mhm. Und natürlich hatten sie es gesagt, hundertprozentig können wir das jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt nach der Geburt abwarten. Mhm. Ja, natürlich war die Geburt dann... Man hat es dir und deiner Freundin oder Frau? Meine Lebensgefährtin, also meine Freundin. Deine Freundin. Man hat es euch vor der Geburt gesagt, dass da was nicht in Ordnung ist. Genau. Und sie ist dann so in die Geburt reingegangen, deine Freundin. Ja, die Geburt kam ganz normal. Ne? Ja. Und naja, war eben halt eine Totgeburt. Warst du dabei? Ich war dabei, ja. Hast du das tote Kind gesehen? Ich habe das tote Baby gesehen, das ist meine Tochter und... Ja. Hat deine Freundin, das Kind auch gesehen? Ja, sie hat es sogar auf den Arm genommen. Hm. Weiß man denn, oder hat man im Nachhinein rausbekommen, woran das Kind gestorben ist und warum es tot zur Welt gekommen ist? Das hat nur 1000 Gramm gewogen. Hm. Und ja, die Ärzte haben gesagt, ob es eine Obduktion, ob wir damit einverstanden wären. Also mit dieser, ob sie gucken können, da diese Gerichtsmedizin. Hm. 1000 Gramm? Aber, ich bin nicht sehr bewandert in dem Thema, aber 1000 Gramm ist sehr, sehr wenig, ne? Ja, natürlich. Extrem wenig, ja.
Aber das hatten die dann nachher gewogen noch, ne? Als es da war. Kam ganz normal, wie gesagt. Aber, ja. Wo ich heute noch fix und fertig bin, weil 2 Wochen später ist sie ja selbst gestorben. Bitte? 2 Wochen später ist sie ja selbst gestorben hier in meiner Wohnung. Wer ist da gestorben? Ja, die Mutter von unserer Tochter. Deine Lebensgefährtin ist 2 Wochen später selbst gestorben? Richtig, hier in meiner Wohnung. An was? Das hat sich herausgestellt, Lungenembolie. Ach du lieber Gott. Also nach der Schwangerschaft. Ach du lieber Gott. Thrombose eingetreten. Ich verstehe. Und ich bin und sie, jetzt... Sie ist in der Wohnung bei euch verstorben? Ja. Und du warst dabei? Ich war natürlich in meinen Armen gestorben. Wie machte sich diese Thrombose bemerkbar? Ganz einfach. Diese Embolie, hast du gesagt? Lungenembolie, ja. Und, wie gesagt, sie hatten ja schwer Luft gekriegt hier. Aber wir haben ich habe gedacht, sie hatte nur so eine Bronchitis. Ja, und dann bin ich näher zur Apotheke gegangen, habe was dafür geholt. Aber, wie das sich dann rausgestellt hat, dass sie Lungenembolie hatte. Ja, Moment, du kamst von der Apotheke zurück und was war da? Ja, da hat sie die Medikamente eingenommen, ging auf Toilette und dann hat sie mich gerufen, Schatz, komm mal bitte, mir wird schwarz vor die Augen. Ja. Ja, und dann ist sie direkt in meinen Arm direkt umgekippt und war auf der Stelle sofort tot. Das ist ja unglaublich. Ja. Wie alt ist deine Freundin geworden? 23. 23. Und vorher ihr Kind verloren, euer Kind verloren. Ja, auch noch 2 Wochen davor. Du wolltest gerade noch sagen, habt ihr eine Obduktion vornehmen lassen des Kindes, um herauszubekommen, woran es gestorben ist? Nein, weder ich wollte das noch sie wollte das, weil es war so oder so jetzt schon verstorben. Also es kam ja so oder so schon tot. Wollten das nicht. Wir wollten das im Frieden beerdigen. Ja. Nur so weit kam es ja noch nicht mal. Das heißt, das Kind war noch nicht beerdigt. Genau. Da ist schon deine Freundin gestorben. Richtig. Wie kam das, dass das so lange dauerte, bis das Kind beerdigt wurde? Ja, mit unseren Finanzen. Wir hatten das Geld nicht direkt jetzt also es haben sich gestritten, die Ämter, wer bezahlt das, die Beerdigung und hin und her. Und da haben wir uns noch einen Kopf drüber gemacht, die ganzen 2 Wochen. Verstehe. Bevor sie dann erst verstorben ist. Kann man jetzt sagen, dass sie an den Folgen der Geburt verstorben ist? Dass diese Thrombose quasi eine Folgeerscheinung der Geburt war? Eine Folgeerkrankung? Ich vermute mal, dass es gekommen, weil sie es selbst nicht verkraftet hat. Dass sie unsere Tochter verloren hat. Ja, sicher ist so ein psychologisches Moment, kommt auch noch dazu, aber sicherlich lag auch was Körperliches vor. Richtig. Wie lange warst du mit deiner Freundin vorher zusammen? 10 Monate. Also eine frische Beziehung? Ja, eine frische Beziehung, wo ich glücklich war. Das Ganze liegt jetzt ein gutes Jahr zurück, sagst du? Februar 2004. 2004. Das ist ja etwas, wo jeder, der das jetzt hört, zusammenzuckt. Quasi auf einen Schlag die Freundin zu verlieren und das Kind. Wie hast du diese Zeit erlebt? Wie bist du damit umgegangen? Tja, ich wurde danach, habe ich zum Alkohol gegriffen. Habe auch Selbstmord hinter mir, nicht nur einen, mehreren bis jetzt. So, dass du auch in eine Klinik gekommen bist? Ja. Was hast du gemacht? Ich habe 16 Wochen eine Therapie gemacht. Ja. Wegen Alkohol auch eben halt und jetzt wegen eben halt dieses, was jetzt alle passiert ist. Was hast du denn gemacht? Wie hast du denn versucht, dir das Leben zu nehmen? Na, ich habe mich vom Auto geschmissen. Du hast dich vom Auto geschmissen? Das war das erste Mal, ja. Und dann habe ich auch Schlaftabletten genommen. Du hast dich vor ein Auto geschmissen und warst folglich schwer verletzt, oder wie? Ich war schwer verletzt, ja. Danach haben sie mich behandelt im Krankenhaus und haben mich gleich in eine Psychiatrie gebracht. Erstmal. Wie viele Selbsttötungsversuche hast du hinter dir? Jetzt 9. 9? Ja. 9? Ja. Bist du im Moment auch noch in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung? Nee, das habe ich bisher jetzt noch nicht hingekriegt. Wohl, aber keine Ahnung. Ich bekomme von da, wo ich jetzt in der Klinik war, auch keine weiteren Hilfe. Ist es die sagen einfach zu mir, das war Schicksal.
Und damit musst du mit leben, ja. Mhm. Aber ja, eine tolle Hilfe von Seiten einer Klinik. Ja. Ist es dir denn wieder gelungen, in dein altes Leben zu... Ich weiß nicht, was hast du früher beruflich gemacht? Ich habe beruflich Gärtner gemacht. Ja. Bist du in deinem Beruf jetzt wieder drin oder geht das nicht? Nein, geht nicht. Es geht nicht. Das heißt, du bist noch krankgeschrieben oder... Krankgeschrieben. Ja. Mhm. Und was machst du den ganzen Tag über? Ich bin praktisch mehr in meiner Wohnung hier. Mhm. Ich sitze direkt im Badezimmer, da wo sie verstorben ist. Das heißt, du wohnst da in dieser Wohnung noch, wo es passiert ist? Richtig. Ja. Mhm. Und ich will auch hier nicht weg irgendwo. Mhm. Weil das heißt, dieser Schock, dieses Trauma, was anderthalb Jahre zurückliegt, ist so sehr noch präsent in dir, dass du gar nicht fähig bist zu irgendeiner Normalität, einem normalen Leben. Nee, das schaffe ich auch nicht irgendwo jetzt. Was mich aber auch nicht erstaunt, muss ich dir sagen, Sven. Wenn man so einen Schicksalsschlag hinnehmen muss, weil ich weiß auch nicht, wie ich drauf wäre. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte zwei Beerdigungen innerhalb von zwei Wochen. Furchtbar. Ja. Hast du denn einen Freundeskreis? Hast du ein paar Menschen oder vielleicht einen Menschen, der dir zur Seite steht? Ich habe niemanden mehr. Das heißt, und genau danach, wo das passiert ist, mit meiner Lebensgefährtin und eben meiner Tochter, danach, ein halbes Jahr später, ist auch mein Vater verstorben. Und die Mutter? Die Mutter, ich bin ohne Mutter aufgewachsen. Achso. Und Freunde gibt es keine? Nein, Freunde gibt es nicht. Das heißt, ist das eine Art Hilferuf, dass du hier anrufst? Das ist ein Hilferuf, ja. Ja. Weil ich brauche unbedingt Hilfe. Du brauchst unbedingt Hilfe, ist mir völlig klar. Das musst du gar nicht begründen. Ich habe auch die letzten zwei Wochen wieder Selbstmordgedanken wieder. Ich bin zwar von dem Alkohol jetzt weg, aber irgendwo habe ich schon wieder Selbstmordgedanken, weil ich bei meiner Familie sein will. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe aber das. Ich verstehe deine Not. Und werde jetzt versuchen, was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, die sind nicht sehr groß, aber ein bisschen was können wir machen. Ja. Ich verspreche dir, dass wir das machen, was wir machen können. Meine Psychologin, die Elke, hat das Gespräch jetzt mitgehört, was wir geführt haben. Ja. Du legst jetzt auf und Elke wird dich anrufen. Und dann werdet ihr beide gemeinsam beraten, was zu tun ist. Ich hoffe sehr, dass wir dir ein bisschen helfen können, Sven. Ja, am besten so welche Leute, sag ich mal, die das genauso miterfahren haben, also miterlebt haben. Zum Beispiel wäre auch der Kontakt zu Selbsthilfegruppen nicht falsch. Da werden wir jetzt gleich mal drüber nachdenken. Ja. Ich habe großen Respekt vor deinem Leid, was du hast ertragen müssen und auch noch erträgst. Ja. Und wünsche dir wirklich alle Kraft der Welt, dass du es schaffst. Ich glaube nicht, dass deine Freundin gewollt hätte, dass du dir das Leben nimmst, Sven. Nein, aber irgendwo will ich schon bei meiner Familie auch sein. Ich weiß ja nicht mehr was, ich bin total am Ende. Ich bin ja immer noch am Zittern schon wieder, weil ich da immer daran denke, dass ich meine Tochter verloren habe, meine Lebensgefährtin verloren habe. Und dann noch mein Vater, halbes Jahr später auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ja. Vielleicht hilft einem in solchen Situationen wirklich, immer wenn man sich vor Augen führt, was hätte der Mensch, den ich so sehr geliebt habe, was hätte der gewollt und was will der jetzt, wo immer er auch sein mag? Ich glaube nicht, dass deine Freundin sagen würde, nimm dir das Leben. Die würde sagen, versuche zu leben und guck nach vorne. Ja, ist aber nicht so einfach. Das weiß ich, das weiß ich. Absolut nicht einfach. Lieber Sven, du legst bitte auf und die Elko ruft dich jetzt gleich an. Alles klar. Alles Liebe von Herzen. Erstmal herzlichen Dank dann erstmal. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch unter dieser Telefonnummer oder unter der Mailadresse domian@wdr.de. Unser Thema heute Nacht heißt, wenn ich an Kinder denke. Ich möchte gerne mit euch über Kinder sprechen, über Schönes und Trauriges, was ihr mit Kindern verbindet. Oder wenn ihr vielleicht auch keine großartigen Kinderfreunde seid, dann könnt ihr euch auch gerne melden und wir reden drüber. 0800 220 50 50. Hier ist Ralf und Ralf ist 45 Jahre alt. Hallo Ralf. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Zum Thema Kinder. Ja, zum Thema Kinder. Erstmal möchte ich meinem Vorredner da, also ich finde es ja enorm, was der für einen Druck aushalten muss. Ja. Und
ich muss mal sagen, es muss doch eine Fügung sein. Wenn ich 9-mal Selbstmordversuch hinter mir habe und es nicht geklappt hat, dann soll es wohl sein, dass ich mein Leben weiterführe. Ich bin total berührt von dem Kerl. Ja. Aber so. man kann seine Not und sein Leid verstehen, wenn man quasi 3 Menschen verloren hat in so kurzer Zeit, dass man dann irgendwann irgendwie am Ende ist und dass man vielleicht auch sagt, ich kann nicht mehr. Und wie schwer es dann ist zu sagen, ich will nach vorne gucken und ich will das Leben, wie schwer das ist. Das glaube ich sicherlich, dass das unheimlich schwer sein wird, ja. So, jetzt zu dem Thema, wo ich eigentlich für angerufen habe. Bitte. Und zwar möchte ich Bezug nehmen auf dieses Hotel. Ja. In Österreich. Und ich denke mal, dass gerade solche Leute wie meine beiden Vorredner, die eine Frau, die keine Kinder kriegen kann, und jetzt er hier, wenn die wirklich irgendwann mal Urlaub machen wollen und dann ständig von Kindern umsprungen sind, dass die da gerne auf solche Hotels zurückgreifen. Ach so. Und mal Urlaub machen wollen, wo sie nicht von Kindern umringt sind. Ich verstehe, das ist ein ganz, ganz besonderer Aspekt, den du jetzt einbringst. Es geht gar nicht darum, nicht gestört zu werden von Kindern, sondern einfach vielleicht nicht auch an ein Unglück erinnert zu werden, wenn man andere Kinder sieht. Ich bin mir sicher, dass der Hotel jedes von seiner Seite sieht und sagt, den Ärger, den mit dem Blagen, den tue ich mir nicht an. Das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Aber das vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es einfach eine strategische Marktüberlegung, dass er so eine Marktlücke sucht, dass er eben auch Leute ansprechen will, so wie du es jetzt auch gemacht hast in diesem Sinne. Könnte ja sein, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eine reine Überlegung, dass er einfach Ruhe haben will im Hotel. Kann auch sein. Ja, ich möchte auf jeden Fall eine Bresche schlagen für den, dass er halt, wenn auch eine Marktlücke, wie gesagt, für wirklich solche Leute, die dann in Ruhe ihren Urlaub verbringen können. Also es gab, ich habe das ja gerade schon gesagt, es gab da vor ein paar Wochen dann einen ganz bösen Aufschrei und alle haben sich empört darüber, wie kann man denn nur so und das ist kinderverachtend. Unter dem Aspekt, den du jetzt formuliert hast, findest du das völlig in Ordnung, so etwas anzubieten? Ja. Ja. Wenn der mit dem Aspekt da reingegangen ist und selbst wenn nicht, aber jeder, der so denkt oder auch einfach nur sagt, ich habe mit Kindern nichts am Hut, ich will da meine Ruhe haben, die können dann halt da ihren Urlaub machen. Finde ich einfach eigentlich nicht schlecht. Könnte man vielleicht sagen, wenn das so eine Einzelerscheinung ist oder mal in verschiedenen Gebieten ab und zu vorkommt, das darf natürlich nicht zu einer Hotelmassenbewegung werden. Ne? Nee, um Gottes Willen, ich habe selber 3 Kinder und also das wäre natürlich schlimm, aber die Mehrzahl der Leute hat ja sicherlich auch Kinder, aber für die paar wenigen reichen ja auch ein paar Hotels und ein paar Zufluchtsorte, die dann halt kinderlos bleiben. Ja, du hast selbst 3 Kinder, sagst du? Genau. Wie alt sind die? 18, 9 und 10. 18, 9 und 10. Ja. Aha. Der eine ist dann schon ein bisschen aus dem Gröbsten raus, die 18-Jährige. Könntest du dir auch vorstellen, mal in ein solches Hotel zu gehen, wo keine Kinder gewünscht sind, wo es keine Kinder gibt? Das wäre mir persönlich zu trostlos. Ja, ja. Also ich habe schon gerne Kinder. Ja. Und da würde ich niemals drauf zurückgreifen, glaube ich nicht. Nee. Diese Entscheidung damals von diesem Hotelier kommt natürlich so ein bisschen in die Schiene. Im ersten Moment denkt man, na, das ist jetzt wieder ein Beweis dafür, wie kinderfeindlich unsere westliche Welt ist. Ja. Aber du hast einen sehr interessanten Aspekt dazu beigetragen, da gebe ich dir recht. Finde ich auch eine durchaus akzeptable Sichtweise und insofern ist es dann auch okay, sowas anzubieten. Ja. Ja. Gut, okay. Ralf, danke für deinen Anruf und danke für deine Meinung. Okay, bitte. Dankeschön, tschüss. Wenn ich an Kinder denke, das ist unser Thema und ich begrüße jetzt ganz herzlich den Alexander und der ist 23 Jahre alt. Hallo Alexander. Jo, hallo, guten Morgen. Jo, guten Morgen. Du klingst aber schön nah, wie um die Ecke. Alexander, 23, wenn du an Kinder denkst, was ist dann los? Mein Thema finde ich auch nicht so schön. Also ich habe bei mir die Feststellung gemacht, dass ich irgendwie eine pädophile Neigung habe. Oh. Wann und wie hast du das festgestellt? Ich habe das bei mir vor circa ein Jahr mit festgestellt, dass ich halt kleine Mädchen attraktiver, teilweise auch attraktiver finde als heutzutage junge Frauen oder ab 18-Jährige. Vor einem Jahr? So ungefähr. Wie hast du, da warst du 22, da warst du ja schon eine Weile im Geschäft, wenn man in Sachen Erotik, dass man darüber nachdenkt. Wie hast du es gemerkt erst und durch welche Umstände vor einem Jahr? Ich wurde von
mit Frauen in meinem Alter bis halt nur verarscht, reingelegt und sonst was. Und bei den Kleinen, na, die sind mir halt ein bisschen lieber, sauberer, vernünftiger, sind unberührt, in dem Sinne auch noch nicht erfahren, dass die Scheiße bauen könnten. Das heißt, du hattest noch nie eine Beziehung mit einer gleichaltrigen oder älteren? Ich hatte schon Beziehungen, aber die sind halt immer sehr schlecht geendet. Ja, und du hast auch schon sexuelle Erfahrungen mit Frauen? Ja. Ja. Auch wenn das schon Ewigkeiten her ist. Mhm. Und du hast das wirklich erst vor einem Jahr gemerkt, dass du auf kleine Mädchen stehst und nicht vorher schon? Ungefähr ein Jahr. Ja. Gab es da eine ganz besondere Erinnerung, dass du auf der Straße ein Mädel gesehen hast, das sehr hübsch war? Oder kannst du das an irgendetwas Konkretem festmachen? Es gibt da ein Beispiel, das war letzten Sommer. Mhm. Liegt zwar jetzt ein bisschen mehr zurück als ein Jahr, aber da sollte ich mal mit auf meine Cousine aufpassen. Die hat ihre Freundin mit da. Mhm. Und nachmittags waren wir bei denen mit im Pool. Und die waren in ihrer zweiten Runde halt nackig da drin und ich mit meiner Badehose. Und das hat mich zwar schon nie, ob die halt anzupassen, musste auf mich doll selbst aufpassen, dass ich die unten zwischen die Beine nicht anfasse. Mhm. Und ich musste auch auf mich aufpassen, dass es in der Badehose keine riesen Beule wird oder sonst was. Mhm. Aber da war es mir dann auch schon recht schummrig und weiß auch, dass ich irgendwie was dagegen tun muss. Mhm. Aber wenn du jetzt von deiner Selbsteinschätzung das so festlegen solltest, in welchem Alter befinden sich die Kinder, die du anziehen findest? Von welchem Alter bis zu welchem Alter? 19 bis 13, 14. 10 bis 13, 14. Mhm. Und vielleicht auch noch gerade so 15. Mhm. Jetzt hast du gerade was sehr Wichtiges und Richtiges gesagt, Alexander. Du hast gesagt, indirekt hast du es gesagt oder sinngemäß. Ich habe gemerkt, dass ich dagegen etwas unternehmen muss. Mhm. Das finde ich auch. Und ich finde, wenn du das jetzt so sagst, ist der Zeitpunkt noch sehr richtig und sehr gut, wirklich was unternehmen zu können. Du hast aber bisher noch kein Kind angefasst, im sexuellen Sinne. Nein, habe ich noch nicht. Definitiv möchte nicht. Ich im Grunde ja auch nicht. Das lässt bei mir alles im Kopf. Mhm. Ich bin bisher straffrei. Mhm. Ich möchte auch gerne allgemein noch straffrei bleiben. Mhm. Das ist ja klar, dass du mit einem Bein im Gefängnis stehst, wenn du das ist ja klar, ne? Mhm. Ja. Aber auch nicht nur aus Gründen des Selbstschutzes, sondern aus Gründen, dass man die Kinder schützen sollte, bin ich der Auffassung, dass du, und das ist ja vielleicht schon auch der erste Schritt und ein sehr mutiger Schritt, dass du hier anrufst, muss ich ja gleich mal sagen. Ich weiß jetzt, dass viele Leute aufschreien und aufschreien und sagen, wie kann der Domian sich mit so jemandem unterhalten? Ihr Lieben, ich finde es genau sehr wichtig und richtig, sich mit Leuten zu unterhalten wie Alexander. Und ich finde es sehr mutig, dass er hier anruft, denn so können wir reden miteinander und so können wir auch gemeinsam überlegen, was wir tun können oder was du tun kannst. Darum habe ich ja auch angerufen, um auch den Leuten da draußen zu sagen, dass es auch noch hunderte andere Typen wie mich gibt und dass man die auch raussuchen könnte und auch denen zu helfen, dass die wieder auf normale Bahn kommen. Ja. Wenn du jetzt so zurückdenkst seit dieses Jahr, seitdem du das so weißt, ist es im sexuellen Sinne, läuft es nur in deinem Kopf ab, dass du an Kinder denkst? Mhm. Ich versuche zwar auch im Internet mal mit welche anzuschreiben, wenn ich dann schon welche anschreibe, dann stelle ich denen auch schon meine detaillierten Fragen, wie nach dem Motto, wenn dann eine 12-Jährige oder 13-Jährige ist, die mir schon erzählt, die hatte mal einen Freund, dann wird auch detailliert gefragt, und hattest du schon Sex mit denen? Mhm. Wenn ja, wie war es denn und so weiter. Mhm. So, Alexander, aufzugeilen oder so. Mhm. Bist du bereit, dich in eine Therapie, in eine Sexualtherapie, in eine Psychotherapie zu begeben, um dich genau in dieser Therapie damit auseinanderzusetzen? Nein, noch nicht, da es in meinem Umfeld da auch halt noch ein paar Probleme gibt und ich mich ja in meinem Umfeld auch nicht outen möchte. Ja, du outest dich ja nicht, wenn du zu einem Therapeuten gehst. Das ist ja wie bei einem Arzt. Wer weiß davon, was du mir jetzt gerade erzählt hast? Weiß überhaupt irgendjemand was? Deine Redaktion, sonst weiß es keiner. Mhm. Alexander, ich möchte wirklich
dringend an dich appellieren. Und ich mache dich jetzt nicht nieder. Im Gegenteil, ich habe dir gesagt, dass ich das gut finde, dass du hier angerufen hast. Aber das ist der erste Schritt. Und jetzt muss auch der zweite folgen. Und zwar ganz schnell. Nicht irgendwann und nicht vielleicht erst in einem Jahr. Ich finde, dass wir werden dir gleich behilflich sein, wohin du dich wenden kannst. Ich finde, dass du so schnell wie möglich in eine Therapie gehen solltest. Damit es auch nie und aber auch überhaupt nicht, auch nicht in keinster Weise irgendwie einen Übergriff gibt zu einem Kind im sexuellen Sinne. Kinder gehören geschützt. Erwachsene Leute haben ihre Hände von Kindern zu lassen. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das weiß ich auch, Konjunum, aber die Fantasie ist da und ich möchte auch nebenbei sagen, dass vielleicht auch Eltern auch besser auch auf ihre Kinder aufpassen sollen und was die da zum Beispiel im Internet mal schreiben. Okay, das kann man so als Appell hinstellen. Aber das ist jetzt nicht deine Aufgabe zu appellieren. Deine Aufgabe ist, finde ich, dass du dich um dich selbst kümmerst. Du sagst ja selbst, dass du das auch so finden siehst wie ich. Dass ein Erwachsener hat keinen sexuellen Kontakt mit einem Kind zu haben. Weil der Erwachsene immer in einer dominanten Stellung ist, weil er immer der Stärkere ist und immer das Kind bestimmen wird und immer letztendlich Schaden anrichten wird bei dem Kind und in dem Kind. So, das ist dir bewusst so klar. So. Aber die Emotionen sind anderer Natur bei dir. So. Und deshalb musst du was tun. Damit die Emotionen nicht irgendwann stärker werden als dein Kopf, als deine Vernunft. Und da machst du irgendetwas mit einem Kind. Und richtest Schaden an einem Kind. Und das möchte ich im Konjunum nicht. Das möchtest du nicht. Ich glaube es dir auch. Im Übrigen sitzt du hinterher im Gefängnis. Das willst du auch nicht. So. Jetzt wird meine Psychologin gleich mit dir sprechen. Und dann wird sie dir genau sagen, was du tun solltest. Und ich bitte dich wirklich, das auch dann einzulösen und zu machen. Ja. Ich sage es nochmal. Ich rechne es dir hoch an, dass du hier angerufen hast. Ja. Das hättest du ja gar nicht müssen. Das hättest du ja alles so unterm Tisch kehren können. So wie es viele machen, so wie du es gerade auch gesagt hast. Ich wollte ja darüber erzählen. Ich möchte ja auch aus dem Meer rauskommen und ja. Dann auch nachher loswerden. Genau. Sodass du dahin kommst, nach einer Therapie, dass du ein normales sexuelles Leben führen kannst mit erwachsenen Menschen deines Geschmackes. Das ist das Ziel der Therapie. Und dass alle Fantasien, die Kinder betreffen, dass die rauskommen aus dir. Weil diese Fantasien nur Schaden anrichten. Ja. Und auch solche Sachen mit dem Internet musst du sein lassen. Das Ziel muss sein, ganz weg davon zu kommen. So, Alexander. Versprichst du mir, was zu machen? Muss ich. Ja. So, jetzt legst du auf. Die Elke, sehr nette Frau, meine Psychologin, ruft dich an und alles Weitere besprecht ihr beide. Abgemacht? Okay. Okay, alles klar. Und dir dann auch alles Gute und weiterhin viel Erfolg mit deiner Sendung und ich finde dich spitze. Recht schön. Ob ich dich leider nur im TV sehen kann. Recht schön. Recht schönen Dank. Alles Gute, Alexander. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch übers Telefon zu unserem Thema Kinder, wenn ich an Kinder denke, oder mailt mir unter domian@wdr.de. Hier ist Anne und Anne ist 35 Jahre alt. Hallo Anne. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Anne. Mein Thema ist, dass mein Mann und ich unseren zweijährigen Sohn zur Adoption freigegeben haben. Den zweijährigen Sohn? Ja. Das heißt, er hat 2 Jahre bei euch gelebt. Ja, ja. Also eigentlich 2 Jahre nach außen hin ganz normal. Ja. Und und dann haben wir ihn weggegeben. Warum? Warum? Ja, schwer zu erklären. Also wir haben beide sehr wenig Gefühle für ihn aufbringen können. Ist es, vorab gefragt, ist es euer einziges Kind? Ja. Ja, und das erste Kind? Das erste Kind und es wird auch mit Sicherheit das letzte Kind bleiben. Also mein Mann hat sich sterilisieren lassen. Ja, auch noch nur vorab frage, wie lange seid ihr beide schon zusammen? Wir sind jetzt 9 Jahre zusammen. 9 Jahre, auch eine sehr lange Zeit. Ja. So, da sagst du, ihr habt beide keinen Kontakt, kein richtiges Gefühl aufbauen können zu dem Kind. Wie kommt das? Das wissen wir beide nicht. Also das Kind war gesund?
Das Kind war gesund, war alles völlig in Ordnung, alles ganz normal. War auch ein Wunschkind, wir wollten das Kind. Sogar ein Wunschkind? Ja. Mhm. Das heißt, während der Schwangerschaft hast du dich darauf gefreut? Ja, sehr. Und dein Mann auch? Ja. Und dann ist es ein Junge geworden? Ja. Ein Junge geworden. So, und dann war das Kind da. Ja. Schlug dann die Stimmung direkt um, ja, oder? Sofort bei der Geburt. Also er wurde mir auf den Bauch gelegt und ich habe absolut nichts empfunden. Nichts. Ich wollte eigentlich nur noch da weg. Kannst du dir das selbst erklären? Nein, nein, absolut nicht. Habe ich auch noch nie gehört in meinem Leben. Ja, das ist auch das Schlimme daran, dass wir beide denken, wir sind da so ein Sonderfall. Mhm. Und uns das, vor allen Dingen, weil uns das beiden so ging. Wir haben uns das also erst nach fast einem Jahr eingestanden gegenseitig. Ja, das heißt, du bist ja nach Hause gekommen mit dem Kind. Ja. Und das Kind war dir da schon irgendwie ein Fremdkörper. Ja. Du hast dich schon um das Kind gekümmert? Auf jeden Fall, ja. Also so, wir haben ganz normal mit ihm gespielt. Ordentlich gewickelt. Alles gemacht, ordentlich, ja, zu essen bekommen. Ja, ja. Also da war alles immer in Ordnung, aber es war eben immer wie eine Rolle spielen. Ja. Wir haben, als wäre es ein fremdes Kind. Und dann hat dein Mann irgendwann, wer hat denn da zuerst den Mund aufgemacht? Ich. Du? Ja. Du hast deinem Mann gesagt, pass mal auf, ich mag ihn nicht, oder wie? Ich mochte ihn schon, aber mehr eben auch nicht. Also ich habe ihm gesagt, dass ich ihn nicht liebe. Und dazu gehört ja auch ganz viel, wenn man, ja, als Paar ein frisches Kind hat, frisches Kind hat, und dann nach einem Jahr dem Partner sagt, ich liebe es nicht. Ja. Da musst du dich, hattest du da nicht auch irrsinnige Angst, dass dein Partner die Hände über dem Kopf zusammenschlägt? Ja, und dass er denkt, was bin ich für eine Mutter und wie kann das sein? Und hattest du denn schon so Andeutungen, so interpretiert bei ihm, dass es vielleicht bei ihm auch so sein könnte? Ja, ja. Ah, ja. Weil er auch oft genervt war, weil er auch so, ich kenne ihn ja, wie er mir gegenüber ist, wie er mir gegenüber Liebe äußert. Und dass er das unserem Sohn gegenüber nicht gemacht hat. So, dann hat er gesagt, ja, ich empfinde das Gleiche. Ich liebe dieses Kind nicht. Ja. Und dann habt ihr es noch ein Jahr behalten? Ja, weil das ein schwerer Entschluss war, das letztendlich wirklich zu tun, die Adoption. Denn das Kind muss ja damit leben, ein ganzes Leben lang. Und wir auch. Und das hat eben ein Jahr gedauert, dieser Prozess noch, sich wirklich dazu durchzuringen. Und das wurde auch nicht irgendwie ein bisschen besser nach einem weiteren Jahr, das dann doch... Nein, gar nicht. Es hat sich gar nicht verändert. Für mich war es eine unglaubliche Erleichterung. Als er weg war? Ja. Das Kind ist definitiv aber von deinem Mann? Ja, definitiv. Definitiv? Mhm, ja. Es ist nicht irgendwas Schlimmes vorgefallen? Nein, gar nichts. Nee. Also ich frage das jetzt so, weil mich das so befremdet, was du sagst, dass ich gerade gedacht habe, oder ist sie vergewaltigt worden? Oder ist irgendwas geschehen? Gar nichts, überhaupt nicht. Es war alles in Ordnung. Es ist auch euer Kind. Ja, und auch in unserer Ehe alles wunderbar. Und ich bin insofern so befremdet, weil wenn ich mich versuche, da hineinzuversetzen. Mhm. Ich selbst habe keine Kinder. Mhm. Aber wenn ich mir so vorstelle, ich bekäme jetzt da so ein Kind. Ja. Ich glaube, ich würde nach ein paar Wochen, würde das schon heiß und innig lieben. Auch wenn es gar nicht mein Kind wäre. Ja, das ist ja das, womit wir beide nicht fertig werden. Dass wir denken, was stimmt da nicht mit uns? Was war das? Woran lag das? Hm. Ist denn mit eurer Beziehung alles in Ordnung? Ja. Oder ist die Beziehung gestört gewesen durch das Kind? Ja, vielleicht. Wir haben uns gestört gefühlt. Man muss es wirklich so sagen. So meine ich es, ja. Also war die Beziehung vielleicht vor dem Kind intensiver? Als und jetzt ist es wieder so, wie es vor dem Kind war. Genau. Das Kind war ein Fremdkörper zwischen euch beiden. Genau. Das hat uns, wenn man es ganz hart sagen will, gestört. Obwohl das euer Kind und euer Fleisch und Blut war. Ja. Und was sagen denn die Verwandten, die Freunde? Das ist natürlich auch so ein Thema. Die sind alle entsetzt. Natürlich, ja, und auch die ganze Umgebung. Also wir sind jetzt vor einem Jahr umgezogen, sind da weggezogen und haben das hier in der neuen Umgebung niemandem erzählt. Ja, das kannst du nicht vermitteln. Ja, das kann niemand verstehen und ich kann es auch nachvollziehen, warum es niemand verstehen kann. Mhm. Ich könnte es auch nicht, wenn ich es hören würde. Also mich, wie gesagt, befremdet das auch über alle Maßen. Ja. Aber, andererseits finde ich es dann wiederum auch gut, wenn es wirklich so ist, warum es auch immer so sein mag, dass ihr dann die Konsequenz gezogen habt und habt das Kind abgegeben. Ja. Lieber so,
als wenn das Kind lieblos bei euch aufwächst und ihr vielleicht immer mehr Aggressionen gegen das Kind entwickelt hättet, je älter es geworden wäre. Ja, genau, das waren unsere Gedanken. Es ist jetzt bei einer Familie, bei einer anderen Familie. Ja, also es die, ist adoptiert worden. Die wirklich ein Kind haben wollten, ja. Und die es dann wahrscheinlich den Kleinen auch lieben. Ja, ja. Kennst du die Familie? Ja, also es war eine halboffene Adoption, das heißt, wir haben die Eltern kennengelernt. Mhm. Und wissen aber nicht die Nachnamen. Wissen also auch nicht, wo sie wohnen. Dass da noch so ein bisschen Schutz besteht. Haben diese Eltern euch denn gefragt, warum wollt ihr das Kind? Nein. Ja, also es lief ja alles übers Jugendamt. Wir haben uns ans Jugendamt gewendet. Achso, ihr habt nie mit denen mal zusammengesessen? Doch, mit den Eltern schon. Das schon. Mhm. Aber da war immer das Jugendamt dabei und ich denke mal, dass das Jugendamt das Ganze erklärt hat, den Eltern. Das haben wir nicht mitbekommen. Wird der Kleine irgendwann die Möglichkeit haben, wenn er es denn will, zu euch Kontakt aufzunehmen? Ja, auf jeden Fall. Also er wächst auch in dem Wissen auf, dass er adoptiert ist. Aber da wäre mir an deiner Stelle jetzt schon Angst und Bange vor dem Tag, wo der Bengel vielleicht 18-jährig oder weiß ich was vor euch steht und sagt, was ist denn mit euch los? Natürlich, da ist mir heute schon, also wir haben ihn auch gesehen danach noch, aber da war er eben erst 3 Jahre alt und konnte das Ganze natürlich nicht verstehen. Nur jetzt, also das war 2000, die Adoption. Mhm. Und wir haben ihn 2002 das letzte Mal gesehen. Da war er dann also knapp 4. Mhm. Und jetzt ist er 7 und da wäre es schon was ganz anderes. Mhm. Aber jetzt wir sind im Moment dabei, mit der Familie zusammen zu entscheiden, wollen wir wieder ein Treffen oder nicht. Weil das natürlich, also natürlich auch in seinem Interesse, wie wird er darauf reagieren? Und wie werden wir darauf reagieren? Ich sag dir mal, vielleicht rede ich jetzt auch Unsinn. Ich habe keine pädagogischen Hintergründe. Mhm. Ich würde jetzt aus meinem gesunden Menschenverstand heraus sagen, nee, lass den Jungen erstmal in Ruhe groß werden. Ja. Was wollt ihr jetzt den treffen? Was soll das? Das ist wahrscheinlich das schlechte Gewissen, hauptsächlich. Ja, aber lass den Jungen in Ruhe. Mhm. Ja. Das bringt, wenn er 7 Jahre ist alt, das bringt den doch völlig durcheinander. Wenn jetzt plötzlich tauchen da wieder andere auf, was ist denn mit denen? Der soll die Möglichkeit haben, wenn er irgendwann erwachsen ist und er will zu und er hat Fragen, dann müsste er Rede und Antwort stehen. Natürlich, ja. Der Tag wird wahrscheinlich kommen, es sei denn, er möchte das nicht, aber das wäre dann auch in Ordnung. Würdest du sagen, dass ihr beiden eine sehr egozentrische Beziehung führt? Ja, definitiv. Das klingt mir auch so. Wir sind auch am liebsten für uns. Findest du es gut, dass es so ist? Nein. Also ich finde es auch nicht gut. Nee. Du bist... Aber wir sind uns selbst genug. Mhm. Also haben wir zumindest beide das Gefühl. Mhm. Wir haben auch Freunde, so ist es nicht. Und wir gehen auch mal weg, aber sehr wenig, sehr, sehr wenig. Mhm. Ist es... du sagst, ich finde das nicht gut. Findest du es so sehr nicht gut, dass du... in eine Therapie gehen würdest, um dich mehr zu erkunden, was, wie ticke ich, warum bin ich so? Ja, das würde ich schon machen, ja. Dann mach es. Oder macht es zusammen. Mhm. Ich meine, das belastet euch ja, irgendwo muss es euch ja auch belasten. Was natürlich, da? In ganz großem Maße. Ja. Also ich kann kaum noch schlafen, es belastet uns sehr. Also es hat mit Sicherheit sehr viel, wie du auch sagst, mit eurer Paarbeziehung zu tun. Mhm. Insofern wäre es vielleicht sogar ein sehr guter Schritt, wenn ihr auch eine Paartherapie machen würdet, wo genau dieses alles irgendwie auf den Tisch gelegt wird, was da los ist. Ja, wir wüssten eben gerne irgendwann mal eine Antwort auf das Warum. Warum war das so? Vielleicht seid ihr beide wirklich so egomanische Menschen, die sich nur einmal für den einen und für den anderen entschieden haben und da passt aber auch kein Blatt dazwischen. Das ist schon wieder eine ganz andere Perspektive jetzt. Daran haben wir noch nicht gedacht bisher, ja. Aber allein die Tatsache, wenn du sagst, ich kann nicht schlafen, das ist ist das auch eine Belastung für deinen Mann, für deinen Partner? Ja, auch. Also ich bin inzwischen berentet, weil ich auch nicht mehr arbeiten gehen kann. Mhm. Und es geht mir gesundheitlich ganz schlecht. Mein Mann kann das besser verdrängen. Heißt das, du bist 35 erst? Ja. Ja. Siehst du da so einen psychosomatischen Zusammenhang, dass die Seele so sehr auf dir drückt, dass du deshalb krank geworden bist? Ich nehme es an, ja. Ja, aber das Warnzeichen ja schlechthin, dass ihr was unternehmen solltet. Ja. Also es ist nicht so, wir haben auch am Anfang versucht, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mhm. Aber das ist irgendwie immer schief gegangen. Mhm. Meine Psychologin wird dich jetzt vielleicht beraten, was ihr tun solltet. Mhm.
Ich habe noch eine Frage. Ja. Als ihr den Kleinen weggegeben habt, ja. 2 Jahre alt, ja, sind die ja schon fit, die gucken und lachen und erkennen einen. Ja. Hat es euch auch gar nicht leid getan? Doch, doch. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Doch, der schlimmste Tag. Ja, und auch die schlimmsten Wochen danach. Also wir haben eigentlich nur zu Hause gesessen und überlegt, ob wir es wieder rückgängig machen sollen. Aber du merkst, wie ambivalent du sprichst, ne? Ja. Auf der einen Seite sagst du, es war eine Erleichterung, ihn los zu sein, und dann sagst du, es war der schlimmste Tag meines Lebens. Ja. Also ist da eine ganze Menge irgendwie im Unreinen in dir? Ja, das schon. Also es war die Hölle, ganz. Mhm. Wir sind durch die Hölle gegangen, mit Sicherheit. So, Anne, jetzt bitte ich dich aufzulegen, ja. Und wir rufen dich wieder an, die Elke ruft dich an und alles Weitere dann mit Elke. Alles klar, ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Wiederhören. So, ihr Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf unseren Promi-Talk am Samstag. Am Samstag ist mein Gast Joana Zimmer, die blinde Sängerin, die im Sommer mit I Believe einen Riesenhit mit ihrer Debüt, das war ihr Debütalbum und die erste Singleauskopplung aus ihrem Album, hingelegt hat und eine Mörderstimme hat. Also wirklich ein Organ, das es einem die Schuhe auszieht. Und ich glaube, dass diese Frau noch eine sehr große Karriere vor sich hat. Und ich bin sehr gespannt auf sie und auf das, was sie so alles erzählen wird aus ihrem Leben, wie sie auch mit ihrer Blindheit zurechtgekommen ist in ihrem Leben. Sie ist von Geburt an blind und wie das jetzt auch im Showgeschäft ist, eben als blinde Künstlerin aufzutreten. Also Joana Zimmer, diese Woche Samstag, mein prominenter Gast am Samstag im Domian Promi Talk. Jetzt geht's weiter mit Günther. Günther ist 43. Hallo Günther. Ja, hallo Domian. Hallo Günther. Unser Thema, wenn ich an Kinder denke. Ja, ich möchte, wenn es dir recht ist, eben zu meinen beiden Vorrednern ganz kurz was sagen. Ja, bitte. Die Dame, die vorher mit dir gesprochen hat, die meinte wohl, dass sie jetzt nachts Schlafstörungen hat. Mhm. Ich finde, die beiden, er und sie, die sollten sich mal zusammensetzen und die Tränen von ihrem kleinen Jungen, der jetzt irgendwo im fremden Bett liegt und weint, zählen, bevor die jetzt, sag ich mal, so mitleidig daherkommt, dass ich fast das Kotzen kriege, sag ich dir ganz ehrlich. Wobei, ich hab's ja gerade schon gesagt, vielleicht hat der kleine Junge das jetzt bei den neuen Leuten besser als ja, bei. Ja, aber Domian, solche Leute, weißt du, was das für Leute sind? Die sitzen in 13 oder 14 Jahren, sitzen die bei Oliver Geissen in der Talkshow und sagen: Hilfe, Olli, wir haben unser Kind abgegeben, es war ein großer Fehler. Ja, so wird's kommen. So, ja. Sehe ich das. Also, und wenn ich dann höre, dass sie jetzt da erstmal froh ist, dass der Kleine weg ist und gleichzeitig sagt, sie kann nachts nicht schlafen, ich finde, dass das Kind viel mehr Mitleid verdient hat als die Eltern. Ja, natürlich, natürlich, gar keine Frage. Das Erste. Und das Zweite ist zu deinem Anrufer, der dieses pädophile Problem hatte. Da hat er, ich hatte schon fast ein bisschen Mitleid mit ihm. Aber als er gesagt hat, er könnte sich im Moment nicht niemandem anvertrauen, weil er noch andere Probleme hat, da möchte ich ihm mal jetzt sagen, ich hoffe, dass er noch zuhört, dass das Problem, das er mit dir besprochen hat, sein größtes ist. Und das sollte er in meinen Augen als erstes in Angriff nehmen und alles andere beiseite schieben. Sehr guter Hinweis, schließe ich mich dir an, ist völlig richtig. Sie ist zum Thema. So, und jetzt bin ich dran. So. Und zwar geht es darum, ich habe ein bisschen Probleme mit meinem ältesten Sohn. Wie alt ist er? 23. Jo. Hat aber eine Schnauze wie 48. Und fängt jetzt langsam an, mir gegenüber gewalttätig zu werden. Oh. Das heißt, hat mich heute Morgen auf Deutsch gesagt in den Arsch getreten, beziehungsweise ins Steißbein, so dass ich jetzt morgen zum Arzt gehen muss und das mal untersuchen lassen muss, weil ich kann mich weder sitzen noch liegen. Wohnt er noch bei euch zu Hause? Ja, das Problem ist, das ist auch nicht mein leiblicher Sohn, das ist mein Stiefsohn. Ja. So. Wie war denn das Verhältnis sonst früher? Zwischen euch beiden? Früher war es eigentlich, war eigentlich alles in Ordnung. Wann ist es gekippt? Das ist gekippt, seitdem ich da ihn dazu dränge, sich endlich einen Job zu suchen. Womit du recht hast? Womit ich recht habe, weil ich sehe nicht mehr ein, dass ich den von meinem Geld da mit Zigaretten und so weiter und so weiter versorge. Aha, das heißt, der junge Mann, obwohl auch schon 23, verdient überhaupt kein Geld? Nein, kein Geld. Er jobbt auch nicht irgendwas? Nein, null Bock. Hat er denn einen Schulabschluss? Ja, den hat er, Mittlere Reife. Aber noch keine Lehre angefangen? Nein, nicht. Bemüht er sich denn um eine Lehre? Alle 14 Tage mal. Ja? Ja. Und das heißt, ihr füttert ihn so durch? Genau. Gibt's andere Kinder noch? Ich habe noch zwei jüngere Stiefkinder. Der eine ist 18 und der andere ist 14. Kommst du mit klar? Auch nicht so richtig. Ja? Weil, ich nehme an, dass da jetzt so, was weiß ich, irgendwie Drogen eine Rolle spielen bei dem Mittleren. Ja. Kann ich aber nicht beweisen. Ja. Und
bei dem Kleinen, da gibt es öfter mal Ärger mit der Polizei. Aha, da werden also Sachen beschädigt an der Bushaltestelle und so weiter und so weiter. Aber das Hauptproblem... Ich bin jetzt also wirklich mit mir am Kämpfen. Ich habe die Mutter der Kinder vor anderthalb Monaten geheiratet. Ach so, aber ihr kennt euch schon länger. Ja, wir sind seit 13 Jahren zusammen. Ja. Mhm. Also der jüngste Sohn von mir, der war 11 Monate, als ich dazugekommen bin. Mhm. Also Achtung, du hast da eine Frau mit drei Jungs genommen. Genau. Übernommen ist gut. Entschuldigung. Ich meinte es nicht despektierlich. Übernommen ist gut. Schon nein, also meinte ich, Entschuldigung, es war falsch ausgedrückt. Geheiratet und das finde ich schon eine tolle Sache, dass man sagt, dann ich akzeptiere die Frau so wie sie ist und eben auch ihre Vergangenheit und zu ihrer Vergangenheit gehören eben auch ihre Kinder. Ja. Ist das Hauptproblem denn der Älteste, von dem das du gerade das Hauptproblem. Und diese in ihm brodelnde Gewalt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Wie steht denn deine Frau dazu, dass er so sich dir gegenüber verhält? Zum Beispiel, die ich jetzt getreten habe. Ohne es selber zu merken zu den Kindern, weil ich bin da immer alleine gegen vier. Ah ja, das ist natürlich schlecht. Also, wobei das ich dir... bin ich aber eigentlich schon gewohnt. Das ist von Anfang an schon so. Ne? Aber das wiederum gibt doch wahrscheinlich auch Probleme in eurer Beziehung, dass du dann auch einen Hals auf sie kriegst, oder? Nee, das weniger. Ich weiß nur nicht, jetzt sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ich habe die Kinder also in der gesamten Zeit nie geschlagen, geschweige denn, oder beziehungsweise nie gehauen, geschweige denn geschlagen. Mhm. Ich habe das immer über die Stimme gemacht. Mhm. Hab die also dann, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, bin ich laut geworden. So, und aber ich möchte jetzt im Alter auch nicht mehr damit anfangen, die Kinder nein, zu schlagen. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das so, ist ja auch nie eine Lösung. 23 Jahre und meint, mich treten zu müssen, dann kann das irgendwann mal sein, dass ich mich umdrehe und den aus der Umlaufbahn haue. Ne? Wie oft ist das jetzt passiert? Dreimal. Dreimal. Das finde ich schon, da musst du natürlich Grenzen aufziehen. Ja. Also da hast du wirklich alles Recht auf deiner Seite. Wenn du einem 13-jährigen Kerl, 23-jährigen Kerl, letztendlich, wenn du den vor die Tür setzen würdest. Dann kannst du dir mal, Watte in den Ohren stecken, was ich hier für Theater habe. Fände ich aber okay. Und wenn der Bursche dann noch so aggressiv reagiert und gewalttätig dir gegenüber wird, dann ist aber gänzlich Schluss mit lustig. Ja, da verstehe ich aber auch deine Frau nicht. So Nettigkeit, wie du kannst mich am Arsch lecken. Was willst du? Du bist mein Stiefvater, du bist nicht mein richtiger Vater. Ja, aber du kaufst das Geld aber ran, ne? Oder? Ja, genau. Dafür bin ich gut genug. Da bist du gut genug. Da kann ich aber wiederum deine Partnerin auch nicht verstehen, dass sie spätestens jetzt, wo der Junge gewalttätig wird, dass sie sich nicht auf deine Seite schlägt und sagt, pass auf, so geht's nicht. Ja, das ist im Moment ein familiäres Problem, weil ich habe hier einen Schwager, der wohnt hier in der Nähe, der heißt Ralf, der ist mit meiner Schwester zusammen, ist auch nicht sein leiblicher Sohn und der tritt den morgens in den Sack, voll in die Eier rein und er sagt dazu, ja hör mal, das darf man aber nicht. Ich sag, wenn du ihm nur jedes Mal sagst, das darf man aber nicht, ich sag, da musst du das mal irgendwie anders regeln, dass er mal 3 oder 4 Tage nicht raus darf. Ich sag, dann wird der Scheiß von alleine. Ja, aber was ist denn nun mit deiner Frau? Warum hält sie sich jetzt in diesem Fall auch so zurück? Warum? Ja, ich gehe mal davon aus, ich sag mal, denen ist die Hose näher als das Hemd. Ne? Ja gut, aber irgendwann ist ja mal Schluss. Ja, aber sind letztendlich, ich weiß nicht, ob dieser Gedanke bei meiner Frau im Kopf rumspielt, sind es ja nur meine Stiefkinder. Mhm, natürlich, aber gut, aber ihr seid ein Paar. Wir sind jetzt verheiratet. Ja. Und ich habe dir das auch schon 100 Mal gesagt. Gab es denn handfesten... Meine 7 Kinder aus dem Haus und dann stehen sie alleine da. Und dann fangen die an, ihr Leben zu leben und wir haben Zivi, der uns das Essen bringt. Gab es denn schon zwischen dir und deiner Frau einen handfesten Streit deswegen? Ja, gab's schon. Gab's schon. Mhm. Also, wie man das jetzt ganz konkret macht, weiß ich auch nicht. Ich finde nur, dass du dir das nicht gefallen lassen solltest. Nee, du solltest natürlich nicht mit Gewalt reagieren. Das Ziel muss sein, den Burschen auf die Straße zu setzen, damit er sich für sein Leben selbstverantwortlich verhalten lernt. Ja, aber dafür bin ich, sag ich mal, nicht hart genug. Ja. Dafür bin ich nicht hart genug. Aber irgendwelche Mittel musst du jetzt, du musst ihm einfach Grenzen aufzeigen. Und Grenzen setzen, damit er auch nicht das Gefühl hat, auch da bin ich ja im Hotel Papa und Mama. Und wenn die mir dumm kommen, dann werde ich ja noch aggressiv denen gegenüber. Dass er zumindest ein bisschen Willen auch zeigt, so wie du ihm mir jetzt geschildert hast, zeigt er ja auch gar keinen Willen. Ja, er tut mir dann, ich sag mal so, ich bin auch Raucher, ne? Mhm. So, wenn ich jetzt mal abends so vom Fernseher hocke, eine Zigarette rauche, und ich sehe dann immer, wie er zu mir rüberguckt, so nach dem Motto, jetzt gib mir endlich auch mal eine. Ne? So, dann kann, am liebsten würde ich sagen, leck mich am Arsch, du kriegst jetzt gar nichts mehr von mir. So, aber ich bin dann, dann guckt er mir in die Augen und dann sage ich, komm, scheißegal, nimm dir. Und das ist vielleicht ein Fehler. Vielleicht sollte ich da wirklich mal
eine Woche lang konsequent bleiben und sagen, so. Ja, aber was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass du versuchen solltest, mit deiner Frau an einem Strang zu ziehen. Mhm. Sobald er nämlich wittert, dass die Mama auf seiner Seite ist, hast du natürlich schlechte Karten. Ja, das ist klar. Wenn der aber merkt, die beiden meinen das ernst, die meinen es gut mit mir, aber die meinen es ernst, dann weht da vielleicht auch ein anderer Wind. Du sollst ja weiter zu dem Jungen stehen, so meine ich das ja gar nicht. Du sollst ja auch dem helfen. Aber der soll eben auch eigene Initiative zeigen. Ja. Und vor allen Dingen ist körperliche Gewalt überhaupt gar kein Thema. Nein. Vor allem von mir ausgehend sowieso nicht. Und deswegen möchte ich das auch nicht dulden, wenn er damit anfängt. So, ich habe eine Psychologin hier, die sich gerade mit solchen Problemen sehr gut auskennt und tagsüber auch sich mit solchen Dingen sehr intensiv beschäftigt. Ja. Ich würde gerne mal ihre Meinung noch hören. Das heißt, du solltest sie hören. Ja. Das heißt, du legst auf und wir rufen gleich nochmal an. Alles klar, du. Okay, ja. Alles Gute, Günther. Okay, ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Und hier ist die Tanja. Tanja ist 30 Jahre alt. Hallo, Tanja. Hallo. Hallo, Tanja. Unser Thema, wenn ich an Kinder denke. Ja, dann denke ich an meine Tochter. Mhm. Und zwar habe ich sie ist 4 Jahre alt. Mhm. Und ich habe vor 2,5 Wochen halt erfahren von ihr selber, dass mein Ex-Freund sich auf eine Art und Weise schon an ihr halt vergangen hat. Mhm. Wie hat die Kleine das gesagt? Wie hast du das denn? Hat es mir ganz selbstverständlich erzählt. Also sie hatte mich, also ich habe mich vor 4 Wochen von ihm getrennt, aus dem Grund, weil er mir halt erzählt hat oder geweissert hat, dass er halt Gedanken, sexuelle Bezüge hat auf meine Nichte, die ist 13. Ja, aber er ist nicht der Vater von dem Kind. Er ist nicht der Vater. Er ist nicht der Vater. Mhm. Und ich hatte ein paar Tage, bevor ich mich von ihm getrennt habe und er mir das auch erzählt hat, auch einschlägige Bilder auf seinem Computer gefunden. Ja. Und wie gesagt, er hat mir das dann halt gesagt und ich habe mich dann sofort von ihm getrennt und habe ihm gesagt, dass das halt für mich also unnormal ist und wie auch immer. Mhm. Und 2 Wochen später war meine Tochter, also kam zu mir und hat mich halt gefragt, ob ich traurig wäre, dass er nicht mehr kommen würde und oder ob ich ihn vermissen würde und ich so, nein. Und dann meinte sie, da wäre sie auch ganz froh drum und sie hätte ja ein Geheimnis mit ihm. Mhm. Und hat mich dann ins Wohnzimmer geführt. Mhm. Und hat mir halt die Situation genau geschildert, was er getan hat, wo er gesessen hat und also er muss sich wohl selbst, also vorher selbst befriedigt haben. Mhm. Und muss sie auch wohl gefragt haben, ob sie ihn anfassen möchte und das hat sie halt alles mit Nein beantwortet. Mhm. Und seitdem bin ich halt ja sehr wütend. Mhm. Weißt du, ob das einmal vorgekommen ist? Also ich glaube, nach ihrer Aussage ist es halt erst einmal vorgekommen. Ja. Glaubst du das, was sie sagt, oder könnte es sein, dass da noch mehr passiert ist und sie sich schämt, das zu sagen? Also ich weiß definitiv aus dem Kindergarten, dass da eine Situation war, wo sie vor einer Gipsschiene Angst hatte. Ein Kind hatte sie mitgebracht zum Spielen. Mhm. Und wir aber bis heute nicht da rankommen, weshalb, wieso, warum sie davor Angst hatte. Mhm. Also vielleicht assoziiert sie das mit irgendetwas. Ja, ja. Zögerst du noch, den anzuzeigen? Passiert. Ist schon passiert. Ja, das finde ich sehr richtig so. Das ja, ich habe eine Woche lang überlegt und habe ich mich mit dem weißen Ring in Verbindung gesetzt. Ja. Und habe dann noch 2 Tage gezögert, nachdem ich mit dem weißen Ring gesprochen habe und habe aber dann ihn angezeigt. Mhm. Das läuft jetzt alles. Das ist gerade erst im weil ich habe, nachdem ich das von meiner Tochter erfahren habe, mit ihm nochmal telefoniert. Mhm. Und habe ihm also nur gesagt, ich möchte mit dir über meine Tochter sprechen, habe nicht gesagt, worum es geht. Und er hat halt sofort gesagt, ich habe die niemals angefasst. Mhm. Also ohne, dass ich irgendwas gesagt habe. Ich muss sagen, ich finde es sehr richtig, dass du es gemacht hast. Das ist gar keine Frage, um auch andere Kinder zu schützen. Wenn er es da gemacht hat, macht das auch immer wieder. Und es kann dann vielleicht noch dramatischer werden alles. Ja, vor allen Dingen, weil er mir das erzählt hat, mit meiner Nichte habe ich ihm direkt gesagt, dass das halt krank wäre und er meinte halt direkt, er wüsste, dass das nicht normal wäre, aber es wäre nichts passiert, beziehungsweise und wenn was passieren würde, könnte man ihm sowieso niemals was nachweisen. Mhm. Ist er wütend auf dich? Hast du Angst vor ihm, dass er irgendwie dich bedroht oder irgendwas macht? Ich denke, dass irgendeine Reaktion kommen wird, wenn er denn weiß, was ich getan habe, also dass ich ihn angezeigt habe. Hast du Angst um dein Kind, dass er dem Kind irgendwie auflauert oder irgendwas da irgendwas im Schilde führt? Nee, weil ich im Moment von meiner Familie sehr gut sozusagen aufgepasst wird auf mich.
Tanja, ich gucke auf die Uhr und wir hören die Musik im Hintergrund. Ja, die Sendung ist gleich vorbei. Können wir dich gleich nochmal kurz anrufen? Ja, klar. Klar. Dann legst du auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay, danke. Okay, tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, das war unser Thema, wenn ich an Kinder denke. In der Technik war Matthias Neef. Morgen sind wir um 1 Uhr wieder da, Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.